So Leute, die Weekend League ist beendet. Wir haben einen guten Score erzielt. Ich möchte euch mal in diesem Video sagen, was für Spieler sind eigentlich momentan Meta, welche Spieler lohnen sich zu machen und nochmal kurz über die Icon Packs reden, das noch vieles mehr seht ihr nach meinem Intro. Also, let's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. So, also das Video wird jetzt am Dienstag erscheinen. Und wir haben jetzt Montag, ich nehme das Video montags auf. Ich fahre heute nach Bosnien runter. Das heißt, ich bin am Donnerstagabend ist wieder da. Das heißt, ein Rewards-Video wird es nicht geben. Wahrscheinlich lohnt es sich auch nicht, die Packs aufzumachen. Also, falls ihr Packs habt, würde ich sie ja auf Freitag aufsparen. Hoffen wir mal, dass ihr jetzt ein Event geplant habt und nicht, dass ihr jetzt wieder die anderen Icon-Moment-Spieler bringen, weil es ist einfach kein gescheites Event und der Markt wird dadurch auch positiv beeinflusst. Also, das heißt, die Spieler steigen zwar, wenn kein Event kommt. Aber ja, wir hoffen uns halt auf ein Event, weil so eventfreie Tage wie jetzt sind halt nicht so geil. Hoffentlich kommt dann heute Abend oder so mal eine geile Flashback-SPC oder so oder Spielemomente. Wir sehen hier beispielsweise in Footbin haben wir hier einen Toni Kroos, der gelistet wurde von Footbin, wäre eine gute Karte, wenn er kommen würde. Hat eigentlich Stats, die okay sind. Aber er kam halt einfach nicht in FIFA. Das war genau wie letztes Jahr mit Footmes Jesus. Und ja, am Ende des Videos werde ich noch euch einblenden. Ich habe meinen 86 Plus Player Pick gemacht, nämlich habe ich sogar im Stream gestern Llorente gezogen. Richtig geile Karte. Und ja, wir möchten sie jetzt abgeben. Und ich möchte euch mit jetzt mal die Meta-Spieler anschauen und sagen, welche Spieler lohnt sich eigentlich, welche Spieler sind momentan Meta, welche nicht. Und ja, gehen wir jetzt mal durch den Markt kurz durch. Nämlich, wenn wir uns jetzt mal hier so die Top-Meta-Spieler anschauen, momentan haben sich halt so drei, vier Spieler rauskristallisiert, die absolut OP sind. Nämlich, abgesehen jetzt von den Prime Icon Moments, wenn wir uns hier mal einen Viera anschauen, der hat absolut eine Maschine ist. Ihr müsst euch nur mal diese Werte hier geben, den Viera mit sich bringt. Möchte ich auf den ersten Spieler zu sprechen kommen, nämlich Jones. Also, ich kann es euch sagen, diese Karte ist ein absolutes Muss. Der hat absolut kranke Werte. Werte, die man vergleichen könnte mit einem, wo haben wir ihn hier? Mit einem Baby Vieira. Nämlich, wenn wir uns mal Baby Vieira anschauen, sehen wir hier, von den Werten her sind die relativ ähnlich. Klar hat Vieira noch ein bisschen bessere Verteidigungsstats und Physis, aber für das Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt sich Jones halt extrem. Wir sehen hier, mega geile Karte, absolut geil. Den kann man halt auch brutal linken. Ich habe ihn in meinem Team gelinkt. Ihr wisst es, glaube ich, für die Leute, die gestern im Stream waren, wie ich ihn gelinkt habe. Einfach mit Trent Alexander-Arnold, Team of the Year und Walker in Form. Und das ist halt so das magische Dreieck momentan, was man spielen kann, diese drei Spieler. Und falls ihr halt kein Geld für Arnold Team of the Year habt, kann ich euch nur einen Spieler empfehlen, der halt auch absolut, absolut Meta ist, nämlich James, rechter Verteidiger. Er hat nicht umsonst einen Preis von 700.000. Ihr wisst es, der Typ ist eine absolute Maschine. Wenn wir uns hier mal seine Werte anschauen, geht diese Karte absolut durch die Decke. Also dieses drei kann ich euch so sehr empfehlen. Walker in Form, James und Jones. Mit dem Dreieck seid ihr absolut auf der sicheren Seite. Ist zwar relativ teuer, aber ich meine halt, dass momentan, es ist bald März, dass halt fast jeder FIFA-Spieler eigentlich genug Coins hat, um sich auch solche Spieler leisten zu können. Und deswegen kriegt er von mir eine absolute Empfehlung, Kaufempfehlung, den zu machen. Es gibt zwar für die Leute, die nicht so viel Coins haben, noch Walker in Form, Walker normal als Rechtsverteidiger, aber für die, die sich ihn leisten können, würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Man muss sich immer viel Geld in die Stürmer stecken. Ich finde, mit einem Neymar und Mbappé ist man halt auch sehr gut bedient. Sind zwar auch teuer, aber die hat momentan fast jeder. Das heißt, ihr müsst hier nicht allzu sehr upgraden, wenn ihr schon einen Neymar habt. Weil Neymar ist schon eine absolute Endgame-Karte, die zweitbeste Goldkarte meiner Meinung nach Ronaldo. Und ja, die dritte Kaufempfehlung, die ich geben würde, wenn wir hier mal durchschauen, ist einfach El Shaarawy. Der Typ ist eine absolute Maschine. Also hier kann ich nur eine Kaufempfehlung aussprechen. Was heißt Kaufempfehlung? Einfach eine SBC-Empfehlung aussprechen. 250k, ihr seid auf der absolut sicheren Seite. Ihr könnt auch momentan so viele Coins farmen, indem ihr halt einfach die Upgrade 82 bis 88 macht. Das hört sich nicht so gut an, aber da findet ihr momentan meiner Meinung nach das beste SBC-Futter und für das Preis-Leistung extrem gut. Also da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Diese drei Spieler kriegen von mir eine absolute Kaufempfehlung. Fofana jetzt meiner Meinung nach nicht so. Der ist jetzt nicht so gut. Ein Klostermann ist, hat zwar verloren, ist zwar im Preis relativ ähnlich geblieben, aber ich würde ihn euch auf jeden Fall nicht empfehlen zu machen. Ich würde halt, meiner Meinung nach, momentan sind die besten Spieler so die englische Liga. Ein Sanchez kostet zwar 1 Million, aber ob der sich lohnt, ist halt die andere Sache. Wir sehen hier den João Cancelo, den ich hatte. Der war bei, ich habe ihn für 100k gekauft, dann ist er auf 330 hoch, jetzt ist er bei 550k. Wenn sie jetzt noch gewinnen, dann kriegt er direkt ein Upgrade. Das heißt, diese Champions League Karten, die noch kein Spiel hatten, wie Cancelo, wie Davis. Davis habe ich zum Beispiel. Die müssen nur das Hinspiel jetzt gewinnen, dann kriegen sie schon ein Upgrade. Bei Alaba das gleiche, aber Alaba ist halt meiner Meinung nach zu teuer. Also 750k jetzt, für den lohnt sich jetzt nicht. Ein De Bruyne Team of the Year ist halt wieder hochgepatcht worden. Deswegen kann ich hier auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung aussprechen. Wenn wir uns mal die weiteren Spieler anschauen, Sissoko hat gewonnen, wird wahrscheinlich ein Upgrade auf 86 dann kriegen. Aber meiner Meinung nach zu teuer, der liegt dann fast bei 2 Millionen, glaube ich, also in den kommenden Tagen, nachdem er jetzt gewinnt. Also bei der Europa League ist es ein bisschen anders als bei der Champions League. Bei der Champions League ist es so, da reicht das Hinspiel schon, wenn die gewinnen, für ein Upgrade und beim Rückspiel noch ein Upgrade, also nur beim Achtelfinale. Bei der Europa League müssen sie auch das ganze Achtelfinale gewinnen, weil es halt hier einfach mehr Spiele gibt. Hier beginnt es ja nicht mit einem Achtelfinale, sondern mit einem Sechzehntelfinale oder so. Deswegen wollte ich euch nur mal noch mal eine grobe Kaufempfehlung geben. Pope-Inform, über den lässt sich streiten. Ich würde eher den normalen Pope spielen, weil viele sagen einfach, dass der Inform schlechter ist. Wir kennen es, wie beispielsweise wie Bakayama-Winger. Hat zwar eine 2-Millionen-Karte, aber spielt halt absolut Müll. Kein Pass kommt an. Und ja, Llorente, den hier habe ich gestern gezogen im Stream, habe ihn dann für das Upgrade-Pack aufgegeben, wen ich im Upgrade-Pack gezogen habe, das könnt ihr dann danach sehen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch einen ganz kurzen Überblick geben, welche 3 bis 4 Spieler momentan absolut Meta sind, die ich absolut einbauen würde. Das gleiche mit Rooney, ich spiele ihn als zwei Superstar, weil er klingt, aber absolute Maschine, kann man nur empfehlen. Und ja, ich werde euch jetzt dann noch die Szene von gestern Abend einblenden, im Stream, nach dem Stream, wie ich das Pack aufgemacht habe. Das nächste Video von mir wird am Freitag kommen. Und ja, ich bedanke mich. So Leute, jetzt zum Upgrade-Pack. Ich konnte kaum erwarten auf diese Upgrade-Packs. Freut man sich ja mega, weil man alle Spieler ziehen kann. Ich gebe folgendes Team ab. Kein besonderer Spieler ist dabei, außer den habe ich in der Weekend League geholt, als ich Gold 2 geholt habe. Gold 1, Marcos Llorente. Nämlich sehen wir ihn hier. Was für Stats, ich kann es nicht glauben. Ich muss ihn aber abgeben, weil ich halt einfach keine Lust habe, bis Donnerstag zu warten. Und ich habe halt eh bessere Spieler. Er kostet knapp 300k, ist auch gerechtfertigt für diese Werte. Der kann eigentlich alle spielen. Von Stürmer bis Flügel bis Sechser bis Zehner. Der hat alle Werte über 81, so Wahnsinnskarte. Und ja, ich bin mega gehypt jetzt. Wir geben das den Player-Pick ab. Wir hoffen halt auch. Wer wäre mein Traum? Na klar, Ronaldo. Danach Walker in Form, den spielen wir. Gomez vielleicht, das wären so meine Favoriten. Ich bin mal gespannt. Wir gehen rein mit wenig Hoffnung, weil ich habe einfach schon, glaube ich, 3 Player Picks aufgemacht. Da kam nur Scheiße raus. Deswegen, wir machen es mal auf, aber wir hoffen uns halt nichts Gutes. Und es wird, ja, relativ schade. 386, also der Worst Case, der kommen kann. Was soll man sagen? Hätten wir lieber Llorente gelassen. Wir nehmen Dinge mit. Haben halt jetzt ein Player-Pick wieder nur. Donnerstag kriegen wir noch 2. Das heißt, in 3 bis 4 Wochen kommt dann das nächste Upgrade. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Morgen kommt dann oder die Tage das Team-Bewertungsvideo. Ich bin momentan in Boston. Das Video habe ich jetzt am Sonntag aufgenommen. Am Montag. Und ja, Dankeschön.